Nun ist es wirklich nicht mehr lange hin. In nur wenigen Tagen, am 17. Juni, erscheint der erste Teil des Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspasses in Form der Insel der Rüstung. Und wie Game Freak uns bereits in der Januar-Präsentation mitteilte, werden wir in diesem ersten Teil des DLCs bereits ca. 100 neue Pokémon in den Spielen dazugewinnen. Und durch diverse Trailer und Präsentationen von Ingame-Footage haben wir auch schon einige dieser neuen Pokémon kennenlernen dürfen, wenn auch bei weitem noch nicht alle. Doch genau über diese bereits angekündigten und gezeigten neuen Pokémon möchte ich heute mit euch sprechen. In diesem Video möchte ich daher einmal mit euch so peu à peu alle bisher bestätigten Pokémon durchgehen, euch meine Meinung dazu sagen, zu den jeweils einzelnen Pokémon, was ich davon halte, dass diese Pokémon wieder ins Spiel zurückkehren und natürlich auch, was meine Erwartungen sind, wie sich diese Pokémon im Competitive Meta auswirken werden, sowohl in den Einzelkämpfen als auch in den Doppelkämpfen, da ich mich so mit dem ganzen Pokémon Competitive Bereich in letzter Zeit wieder doch etwas aktiver beschäftige und auch, wenn dann die DLCs gelauncht sind, wieder regelmäßig damit beschäftigen möchte. All das möchte ich in diesem Video heute mit euch durchgehen und ja, wenn ihr soweit seid, würde ich sagen, legen wir los. So, da wären wir auch schon. Da unten rechts seht ihr alle bisher offiziell bestätigten Pokémon, die fürs Insel der Rüstung DLC bereits geplant sind. Und ich habe mir hierfür einfach mal wieder so eine schnieke Tiermaker-Liste rangezogen. Viele Leute werden jetzt sagen, Alter, Tierlisting-Videos, sind die nicht sowas von 2019 und absolut out? Dazu kann ich nur sagen, ihr habt seit 2 Monaten kein Video hochgeladen. Das darf kein Maßstab für mich sein. Ja, genau. Hier unten sehen wir alle bisher offiziell bestätigten Pokémon, die über Trailer oder sonstiges Gameplay-Footage bereits offiziell von Game Freak bzw. der Pokémon Company mit der Welt geteilt wurden. Da ist ein Pokémon nicht bei, was bereits in vielen Leute Munde ist, was allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde, nämlich Hutsasa. Ist sehr wahrscheinlich, dass das auch in den DLCs dazukommen wird. Ist allerdings noch in keinem offiziellen Material aufgetaucht. Deswegen ja, fehlt das hier in dieser Liste. Wir werden uns also mit dem offiziellen Stuff begnügen. Das heißt begnügen, das ist halt der Großteil. Und auch da ist schon sehr, 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 sehr viel interessanter Stuff bei. Und ich würde sagen, wir gehen es einfach mal so nacheinander durch. Und zwar geht es direkt erstmal los mit Azumarill. Azumarill, das Power-Ü-Ei. Schon mal direkt ein Pokémon, wo ich sagen würde, mega stark, wenn das wieder da ist, ist vom Typ Wasserfee, hat insane gute Attacken einfach. Also erstmal, Azumarill generell finde ich insofern interessant. Im Grunde ist Azumarill gar kein so starkes Pokémon, aber die Fähigkeit Kraftkoloss verdoppelt seinen Angriff, was es halt wirklich zu einer absoluten Maschine macht. Dazu hat es eine sehr gute Priority-Attacke mit Wasserdüse, wodurch es in der Regel auch immer zuerst angreifen kann, denn normalerweise ist Azumarill relativ langsam. Außerdem hat es ansonsten noch einen sehr starken Movepool mit guten Stab-Attacken wie Kaskade und Knuddler, gute Coverage-Attacken wie Kraftkoloss, Ice-Seep und Pferdestärke, was es jetzt neu dazu bekommen hat, was denke ich gerade auch im VGC, also im Doppelkampfmeter, durchaus interessant sein wird. Und es kann Bauchtrommel, um seinen Angriff direkt auf plus 6 zu bringen. Das kennt man ja schon aus der Vergangenheit von Azumarill. Super, super starkes Pokémon. Ich habe es immer gerne benutzt. Ich würde auf jeden Fall sagen, das böllern wir direkt ins A-Tier. Was ich auch immer interessant finde, ist, ich denke, dass Azumarill auch im 3v3-Meter, also in 3 gegen 3 Meter, auch sehr interessant sein wird. Also sprich bewertete Einzelkämpfe, ranked Einzelkämpfe in Schwert und Schild selbst, da man da Dynamaxen kann und wenn man Azumarill zum Beispiel mit Kraftkoloss spielen würde, könnte man Dynafaust einsetzen, um auch noch so seinen Angriff zu steigern, wenn man nicht gerade Lust hat, seine KP mit Bauchtrommel direkt zu halbieren, zumal Azumarill ja auch relativ viel KP hat, das heißt von Dynamax würde es auch nochmal ganz gut profitieren, ja, Azumarill, ich freue mich sehr, dass der wieder da ist. Hytera haben wir noch am Start. Hytera, die absolute Wand, ja, also mit Mechanera, ne, dass die beiden wieder da sind. Wir können nur hoffen, dass es keinen Toxin-Move-Totor geben wird in den DLCs. Ich will ehrlich sein, ich finde Hytera, also Hytera finde ich alt, also ich finde Hytera tatsächlich einfach schlechter als Chanera, deswegen Hytera würde ich sehr low ansetzen. Ich persönlich habe wenig Spaß mit Hytera zu spielen. Hytera wird bestimmt im Smogometer in gewissen Tiers gut werden, aber ich glaube, es ist lange her, dass Hytera und Chanera im selben Tier waren, weil Chanera einfach straight besser ist. Und zwar wegen dem Evoliten, denn Chaneras Def-Werte werden durch den Evoliten um 50% gesteigert. Das ist ein Bonus, auf den Hytera nicht zugreifen kann. Hytera kann stattdessen nur irgendein Highlight im Tragen, wie die Überreste. Ansonsten sind es ja, ist es im Grunde ja dasselbe Pokémon. Die werden,
also die haben beide gute Support-Moves mit Aromakur, mit rechter Hand in Doppelkämpfen, was insane gut ist, Weichei, um sich zu heilen. Geowurf gibt's auch noch, was Janeiro auch noch drauf hat. Also das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, weil Janeiro grundsätzlich nicht viel Schaden drückt. Die Sache, warum ich Janeiro nicht so... Also ich finde Janeiro vom Spielstil schon mal generell, finde ich die beiden Pokémon relativ langweilig. Die Sache ist, wir werden mal schauen, wie krass die sich durchsetzen werden. Allein wenn ich hier mal so unten in den Pulku-Gesichtern noch so ein paar Sachen, die gefährlich werden können, gerade da auch viele neue Pokémon Nahkampf bekommen haben, um Janeiro zum Beispiel sehr gut zu treffen. Ich sehe auch schon jetzt ein paar potenzielle Abschlag-User. Also wir werden mal gucken, wie Janeiro sich so machen wird. Aber was, denke ich, super interessant sein wird und Hytera, es wird eine Situation geben, in der jeder Hytera benutzen wird. Und zwar einfach nur, um es einmal zu Dynamaxen, um die 700 KP, die es auf Level 100 schon hat, nochmal zu verdoppeln. Einfach nur, um einmal zu sehen, wie ein Pokémon 1400 KP haben kann. Das wird spannend. Achso, was man noch vielleicht dazu erwähnen könnte, wäre, diese Pokémon haben Kraftvorrat als neue Attacke bekommen in Schwert und Schild. Und die können auch Gedanken gut. Also Call Mind Janeiro mit Stored Power, also mit Kraftvorrat, wer weiß. Ich sehe es noch nicht so sehr. Dann haben wir Dedenne. Ich will ehrlich sein, Dedenne gibt mir nicht viel. Ich finde, Dedenne ist ganz cute. Aber ich weiß nicht. Ich sehe es, also kompetitiv sehe ich es recht wenig machen. Aber Dedenne ist auf jeden Fall cute genug, um es nicht mit Hytera in ein Tier zu setzen. Dann haben wir aber Tundrak. Und soll ich was sagen, Leute? Ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf Tundrak. Also literally richtig Bock. Dieses Pokémon, okay? Drachegift erstmal, starker Typ, hat gute Attacken, hat Draco Meteor, Schlammwoge, Donnerblitz, Fokusstoß, Siedewasser. Super stark, ja. Anpassung als Fähigkeit, erhöht nochmal den Schaden von Zap-Attacken um 50%. Heißt, ein super solider Draco Meteor oder Schlammwoge, was von diesem Pokémon kommt. Aber, was ich hier besonders interessant finde, ist, wie Tundrak sich, oder darauf bin ich sehr gespannt, wie Tundrak sich im Doubles-Meter machen wird. Denn, stellt es euch vor, erstmal Tundrak im Trick Room, ja. Tundrak im Bizarro-Raum, als ohnehin schon nicht so schnelles Pokémon, schon mega stark. Aber in Doubles kann man ja auch Dynamaxen, Leute. Und wenn Tundrak sich Dynamaxt mit Düna Giftschwall, ja, das ist nicht nur eine starke Stab-Gift-Attacke, die erhöht auch noch seinen Spezialangriff. Das im Bizarro-Raum finde ich unglaublich stark. Also auf Tundrak freue ich mich extrem. Dann haben wir Shadrago. Bei Shadrago bin ich ein bisschen unsicher, wo ich es genau einsortieren möchte. Ich weiß nicht, Shadrago ist kein Pokémon, dem ich persönlich so viel abgewinnen kann. Ich möchte ehrlich sein. Ich finde es cool, was dieses Ding alles kann. Also, es hat nicht so wirklich viele Schwächen durch den Mono-Drachentyp. Es hat Priority mit Tiefschlag. Es hat Tarnsteine gehabt, zumindest früher. Ne? Müssen wir mal abwarten, was der Move-Tutor uns so bringt. Aber ich weiß nicht, ich kann diesem Pokémon leider selber nicht so viel abgewinnen. Man könnte jetzt sagen, ein Drache, dessen Kopf aussieht wie ein roter Legostein. Das ist ziemlich stark, aber ich weiß nicht. Ich fühle Shadrago leider nicht so sehr. Selbes gilt für Kokowai. Ich finde Kokowai, weil Kokowai finde ich noch ein ganz, ganz kleines bisschen nicer. Kokowai, ich bin noch nicht so ganz sicher, was dieses Pokémon machen wird. Ob wir da viel Chlorophyll-Action in Sonnenteams sehen werden. Vermutlich kann ich mir gut vorstellen, wenn dass das ganz gut mit Kurdel zum Beispiel zusammen synergiert. Die Frage ist, wird Kokowai sich da mehr durchsetzen können als zum Beispiel so ein Bisaflor? Das ist die Frage, die ich mir dabei stelle. Oder werden wir das reiche Ernteset öfter sehen mit irgendwelchen Berry-Sets? Das ist eine Frage, wo ich mir noch nicht wirklich sicher bin, was ich davon halte. Aber ich muss sagen, ich finde Kokowai als Pokémon erstmal sehr, sehr stark. Wobei, wenn wir Kokowai zurückbekommen kriegen, müssten wir eigentlich auch Alola Kokowai zurückbekommen. Und Alola Kokowai mit Pflanzendrache finde ich schon mal noch einen ganzen Ticken interessanter. Nichtsdestotrotz, Kokowai, Freunde, cooles Pokémon. Freue ich mich drauf. Ob sich im Meta durchsetzen wird, ist eine andere Frage. Nennen wir Emolga und ich möchte ehrlich sein, ich mag Emolga, aber ich möchte Emolga ins selbe Tier packen wie Dedenne. Weil, ja, auch hier wieder Gameplay-technisch, ich glaube, ich werde mit Emolga nicht wirklich viel anfangen können und viel Spaß haben. Aber wir hätten Krawumps, Leute. Krawumps ist einfach so ein, ist einfach hier Baby Böllermann, müsste man sagen. Krawumps ist einfach so ein Pokémon, das böllert einfach nur drauf, okay? Das hat Überschallknall bekommen in Gen 6, ja? Und den gibst du dann ein Wahlglas und der haut einfach drauf, ja? Der hat einfach den Spaß seines Lebens. Also,
Gravurms finde ich schon durchaus spaßiges Pokémon. Hat dann auch eine nice Fähigkeit mit Rauflust, wodurch es halt auch Geist-Pokémon mit seinem Überschallknall treffen kann. Also durchaus eine starke Sache. Ich bin generell großer Fan von Soundattacken, so wie, also da die ja auch durch Delegator und solche Sachen durchgehen. Und Gravurms ist ja wohl das Sound-Pokémon schlechthin. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stabil. Dann hätten wir Enteron. Ich möchte sagen, Enteron als Pokémon vom Design, ich mag Enteron vom Design, aber ich glaube, ansonsten kann ich diesem Pokémon nicht wirklich viel abgewinnen. Denn es gibt hier noch ein Pokémon in dieser Liste, was für mich Enteron so ein bisschen überschatten wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Enteron irgendwelche krassen Buffs bekommen hat. Ich glaube nicht. Was ich bei Enteron sehe, ist halt Wassertempo im Regen. Aber das war's. Also ansonsten sehe ich bei Enteron leider nicht so viel Potenzial. Wir hatten noch Kangama. Kangama ist für mich so ungefähr auf einer Stufe wie Shadrago. Kangama hat ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar, es hat keine Mega-Entwicklung mehr. In Gen 7 und Gen 6 hatte Kangama noch seine Mega-Entwicklung und war ein super starkes Pokémon, weshalb es ja auch im Smogon-Meter, also in den Einzelkämpfen, immer also recht schnell auch gebannt wurde. Denn es hat dadurch nicht nur sehr, sehr krasse Buffs bekommen. Die Fähigkeit Familienbande hat dafür auch noch gesorgt, dass es mit jeder physischen oder Kontaktattacke auch noch zweimal angreifen konnte. Zwar war die zweite Attacke, die kam immer nur mit dem halben Schaden, aber trotzdem konnte man dadurch sehr, sehr gut Robustheit oder Fokusquote durchbrechen. Und dieses Pokémon war einfach unfassbar gefährlich. Jetzt hat es keine Mega-Entwicklung mehr, denn wir haben mit Schwert und Schild keine Mega-Entwicklungen mehr. Nichtsdestotrotz, Kangama finde ich ist immer noch ein durchaus cooles Pokémon. Die Stats sind natürlich jetzt wieder in einem durchaus vertretbaren Bereich. Die Fähigkeit ist nicht mehr so krass. Auch Kangama hat die Fähigkeit Rauflust, wodurch es auch Geist-Pokémon treffen kann. Das heißt, man könnte auch damit Mogli zum Beispiel sehr gut arbeiten. Man könnte hier wieder mit Tiefschlag was machen. Also Priority ist auf jeden Fall da. Ich mag Kangama einfach sehr. Gebt mir eine Giga-Dynamax-Form von Kangama, wo Kangama sich einfach auf die Bank setzt und das Kind übernimmt, okay? Das Kind übernimmt einfach. Das Kind wird erwachsen und dann geht's los. Das möchte ich gerne sehen. So, da haben wir noch ein Pokémon, das ich mich extrem freue, nämlich Seedraking, okay? Bei Seedraking, ich bin noch nicht sicher, ob ich es in A oder in S setzen möchte. Seedraking, ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Pokémon. Seedraking, Wasserdrache, erstmal super, super starker Typ, hat effektiv nur zwei Schwächen, nämlich Drache und Fee. Profitiert extrem vom Regen, da auch Seedraking Wassertempo hat. Die Werte sind durch die Bank weg gut. Ich glaube, es hat eine Base-Summe von 540. Also da sticht kein Wert sonderlich krass heraus bei Seedraking, aber die sind durch die Bank weg solide. Seedraking hat super nice Attacken. Es hat natürlich die ganzen obligatorischen Wasser-Pokémon-Attacken, ne? Hier Siedewasser, Hydropumpe, Eisstrahl und so weiter. Hat Draco Meteor natürlich, ne? Was extrem reinböllert. Und das ist aber ganz, 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 ganz interessant. Es hat seit neuestem, seit Schwert und Schild auch Orkan. Es hat jetzt noch eine starke Flugattacke dazu bekommen, die ja auch im Regen immer trifft. Also Seedraking werden wir in vielen, vielen Regenteams sehen. Ich habe sehr viel Bock auf dieses Pokémon. Dieses andere Set, das Sniper-Set, ich denke, das werden wir nicht so oft sehen. Ich glaube, da würde ich lieber noch Inteleon für benutzen. Aber auf das Regen-Set von Seedraking habe ich richtig, richtig Bock. Und je mehr ich über dieses Pokémon spreche, desto mehr wird mir klar, ich möchte es eigentlich auch in diesem Tier hier sehen. Ja, dann hätten wir Rabigator. Rabigator würde ich auch direkt neben Azumarillins Art hier platzieren. Rabigator, ich liebe dieses Pokémon sehr. Ich liebe dieses Pokémon wirklich, wirklich sehr. Wer letztes Jahr als ich letztes Jahr wieder angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, der wird festgestellt haben, dass ich da zwei Ultra Sun und Moon Wiper Battles noch gemacht habe. Und ich hatte richtig Lust, in beiden Matches unbedingt Rabigator mitzunehmen. Und der hat immer was gemacht, wenn ich ihn mitgenommen habe. Ich liebe dieses Pokémon. Es ist eins meiner absoluten Lieblings-Einheil-Pokémon. Und auch in diesem Spiel wird es, denke ich, einen sehr, sehr guten Job machen. Zum einen hat Rabigator im Grunde nur gute Fähigkeiten. Es hat Bedroher, was erstmal schon mal eine der besten Fähigkeiten überhaupt ist, meiner Meinung nach, auch wenn diese Fähigkeit in Schwert und Schild relativ genervt wurde an vielen Stellen, trotzdem immer noch sehr, 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 sehr gut. Wir haben Hochmut, was unseren Angriff immer um 50% boostet, nachdem Rabigator einen Kill gemacht hat, was auch definitiv nicht schlecht ist. Gerade wenn man das vielleicht noch mit Dynamax-Attacken kombiniert, also sehe ich ganz extrem. Übrigens auch hier Dynamax-Attacken bei Seedraking, ja, Orkan, Dynadüse, wir wissen, wohin das führt. Genau, Rabigator hat aber auch hier nochmal moveset-technisch einen Buff bekommen, nämlich hat er auch Nahkampf jetzt bekommen, was schon mal krass ist, zumal der aber auch noch Attacken kann wie Erdbeben, einfach was super starkes, Abschlag, ne, was extrem gut ist, gerade wenn ich den Kameraden hier sehe. noch viele weitere Coverage-Attacken, auch wenn es keine Verfolgung mehr hat, es kann vielleicht noch Tarnsteine, je nachdem, was uns der Move-Tutor, wie gesagt, noch bringt,
Verfolgung hat es nicht mehr. Das ist eine Sache, ne? Verfolgung gibt es ja nicht mehr seit Schwert und Schild. Aber nichtsdestotrotz durch die Bank weg ein super solides Pokémon. Ich sehe im VGC vielleicht noch lustige Meme-Sets mit Kurzschluss als Fähigkeit. Kurzschluss als Fähigkeit könnte ich da noch echt sehen. Kurzschluss ist eine Fähigkeit, versteckte Fähigkeit von Rabigator. Sorgt dafür, dass wenn Rabigator einen Volltreffer abbekommt, dass der Angriffswert direkt auf plus 6 hochgeht. Also der wird direkt maximiert. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da im VGC mal so ein paar Gimmick-Sets sehen wird. Alles in allem kann man viel mit Rabigator machen. Ich freue mich sehr auf dieses Pokémon. Da hätten wir noch Luxtra. Luxtra finde ich ganz cool, dass es wieder da ist. Ich weiß nicht, irgendwie, das zählt hier sind so Pokémon, mit denen ich spielerisch nicht so viel anfangen kann. Wobei Luxtra trotzdem einen guten Buff bekommen hat. Luxtra hat ja als Fähigkeit Adrenalin. Und das ist schon mal eigentlich ziemlich stark. Luxtra hat eigentlich auch gar keinen so schlechten Movepool. Das große Problem bei Luxtra war halt immer, dass es relativ langsam unterwegs war. Aber in Schwert und Schild hat es, wenn mich gerade nicht alles täuscht, Agilität bekommen, beziehungsweise wird Agilität bekommen. Und wenn das Ding selber seinen Speed boosten kann um 2 Stufen, ich denke, dann kann man mit Luxtra durchaus nette Sachen machen. Und ich merke, ich habe das Gefühl, ich rede schon unfassbar schnell, aber ich muss hier mal noch ein bisschen schneller durchkommen. Sonst geht das Video einfach noch viel zu lang. Wolverock ist... Ich mag Wolverock sehr. Ich glaube, ich würde es hier noch mit reinsetzen. Wolverock mag ich schon ziemlich sehr. Ich mag im Grunde auch alle Wolverock-Formen. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ich habe leider relativ wenig spielerische Erfahrung bis jetzt gemacht mit Wolverock, aber auf der anderen Seite freue ich mich sehr, die mal damit jetzt machen zu können. Ich will ehrlich sein, ich glaube nicht, dass Wolverock sich im Doppelkampfmeter groß behaupten wird. Was die Einzelkämpfe angeht, bin ich sehr gespannt. Ich mag den Feldzorgo. Ich mag den Feldzorgo wirklich sehr. Ich freue mich auf die ganzen Fragen. Wo bleibt Wuffels? Wo gibt's Wuffels? Stream-Zuschauer wissen Bescheid. So, da hätten wir Magnetzone. Magnetzone ist auch ein Pokémon, auf das ich mich sehr freue, muss ich gestehen. Nicht zuletzt, weil Magnetzone solche Pokémon wie Cramor oder Panzeron oder auch Scherox, die wir unten schon sehen, gut unter Druck setzt, weil das Ding Magnetfalle als Fähigkeit hat. Das bedeutet, Stahl-Pokémon können nicht rauswechseln. Es ist nicht mehr ganz so krass, zumindest gegen Scherox, weil es ja keine Kraftreserve mehr gibt. Das heißt, Magnetzone kann keine Kraftreserve Feuer oder so auf Scherox abwerfen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch nice, wenn man Stahl-Pokémon trappen kann, gerade Cramor und Panzeron, die auch eine Elektroschwäche haben, die werden da durchaus Angst vor dem Ding haben und ja, das auf jeden Fall, da bin ich sehr interessant, Big Brain Commentary, ich bin sehr gespannt, sehr interessiert, was dieses Pokémon so machen wird. Wishu ist ein Pokémon, das ich gleich mal direkt mit da reinwerfen würde. Es ist ein Pokémon, das ich spielerisch sehr nice finde, so diese schnellen, hart zuschlagenden Kehrtwende-Pokémon. Ich sehe im Ranked-Modus, ne, und das ist ja ein Schwert und Schild, also diese Ranked-Einzelkämpfe, 3 gegen 3, da sehe ich Wishu schon mal sehr krass. Nicht zuletzt, weil auch Wishu eigentlich echt nur gute Fähigkeiten hat. Also ob man jetzt achtlos spielt, was den Schaden von was den Schaden von Attacken wie Turmkick zum Beispiel nochmal steigert, oder ob man Fähigkeiten wie Belebekraft spielt, die das Pokémon beim Rauswechseln um 30% heilen. Vollkommen egal, alles macht Sinn auf diesem Pokémon. Es kann Kehrtwende, Turmkick, wie gesagt, ne, Abschlag, also Mienschau finde ich, also Wishu konnte in der Vergangenheit immer sehr, sehr, sehr gut glänzen durch diverse Sachen und ich fand es spielerisch immer sehr unterhaltsam, dieses Pokémon mitzunehmen, deswegen da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, ich möchte Wishu sogar eine Stufe höher ansetzen. Also da habe ich wirklich großes Interesse dran. Und dann, Leute, hier mein Boy Quaxo, ja. Ich möchte ehrlich sein, auf Quaxo freue ich mich auch sehr extrem. Allein schon, weil Quaxo endlich eine Alternative zu Pelipper als Regensetter darstellen wird. Ich habe im Stream schon viel Feedback bekommen, dass Leute sagen, okay, Quaxo, ja, aber ist Pelipper nicht besser? Ich glaube, in Einzelkämpfen könnte Pelipper immer noch superior bleiben, aber ich glaube, in Doppelkämpfen wird Quaxo sehr, 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 sehr nice, weil der echt gutes Support-Moves drauf hat. Der hat Abgesang, was super stark ist, schon mal in Doppelkämpfen, wo ohnehin nicht so viel geswitcht wird, beziehungsweise du nicht so viel Freiheiten zum Switchen erstmal generell hast. Der kann Whirlpool, um den Gegner noch zu trappen. Das bedeutet, man könnte Whirlpool plus Abgesang spielen, was schon mal mega stark ist. Der Boy kann Zugabe, um den Gegner in Moves zu locken. Und Quaxo kann so viel was Gutes. Und ich finde es einfach schön, dass man in Regenteams jetzt Alternativen hat zu Pelipper. Jedes Wetter hat mehrere
Pokémon, die das Wetter automatisch durch ihre Fähigkeit rausholen können. So hat der Sandsturm hat zum Beispiel Hippoterus, Despotar und Brokkolos. Der Hagel hat Rexblizzer, die Eistüte. Venelux heißt sie auf Englisch. Bin mir gerade nicht sicher, wie das Pokémon im Deutschen heißt. Gelatropo? Ich glaube, Gelatropo war es. Genau, das hätten wir noch am Start. Und natürlich Alola Vulnona. Für die Sonne hätten wir Kurtel, für die Sonne hätten wir Vulnona. Also auf jeden Fall immer mindestens zwei Optionen. Und bei Regen war es halt ganz, ganz lange nur Pelipper. Ich bin froh, dass wir da jetzt ein bisschen Alternativen bekommen. Dann hätten wir Quappo auch noch am Start. Quappo, finde ich, ist auch definitiv kein schlechtes Pokémon. Wasserkampf ist ein super starker Typ. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann halt auch... Ich fand Quappo in der defensiven Rolle immer ganz stark, ehrlich gesagt, mit oder das Sleep Talk Set von früher. Aber das sind antike Sachen. Wer weiß, wie Quappo sich jetzt in Zukunft schlagen wird. Nichtsdestotrotz, Wasserkampf erstmal super stabil. Ich finde Quappo cooles Pokémon. Ich mag Quack so einen ganzen Ticken mehr. Aber ich bin gespannt, wie sich die Kampfquappe durchsetzen wird. Aber hier, Leute, jetzt kommen wir mal zu den absoluten Mad Lads, nämlich Cherox. Cherox, ja, ist insane. Cherox durch die Bank weg immer eins der besten Pokémon einfach überhaupt gewesen. Der Techniker, Stab, Patronenhieb, der einfach so viel Schaden bei manchen Gegnern hinterlassen kann. Die Kehrtwende, die Cherox drauf hat. Abschlag, wenn es der Move-Tutor zulässt. Kraftkoloss, ja, Schwertanz, ne? Es gibt so viele schöne Sachen, die man mit Cherox machen kann. Vielleicht wird es sogar wieder Auflockern bekommen, I don't know. Durch die Bank weg, gute Sachen, die das Ding macht. Man merkt, dass hier dass Regenteams hier extrem viel Support bekommen mit Sachen wie Quaxo, Cherox, Seedra King. Warum ist Cherox jetzt hier eine gute Sache für Regenteams? Ganz einfach, weil Cherox eine Schwäche hat und das ist eine vierfache Feuerschwäche. Und die wird halt ein bisschen gemindert, wenn man den Regen draußen hat, weil Feuerattacken dann nicht mehr so viel, also nur noch die Hälfte an Schaden machen. Finde ich mega stark. Ich freue mich auf Cherox. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Dasselbe gilt für Panzer Aeron. Panzer Aeron ist jetzt so ein bisschen cursed, ne? Bei Chananera und Hatera habe ich gesagt, Stormons, habe ich keinen Bock drauf. Aber soll ich mal was sagen? Panzer Aeron, ich liebe Panzer Aeron. Panzer Aeron, ich kann es nicht genau sagen. Panzer Aeron ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Es war auch eins der ersten Competitive-Pokémon, die ich mir damals in X und Y rangezüchtet habe. Ich weiß, es ist kein sonderlich beliebtes Pokémon, es hält extrem viel aus, es kann Ruhrort, es kann Wirbelwind, Tarnsteine, Stachler, alles mögliche, was nervt. Nichtsdestotrotz hat dieses Pokémon einen besonderen Platz in meinem Herzen. Außerdem, Leute, kann der jetzt Bodypress? Sagen wir Eisenabwehr, Bodypress, Kramor 2.0, wer weiß. Nein, ich freue mich sehr auf Panzer Aeron, dass der wieder da ist und ich bin gespannt, wie der sich in Relation zu Kramor schlagen wird. Da hätten wir noch Lamus. Lamus freue ich mich auch, dass das normale Lamus wieder da ist. Gala Lamus ist natürlich mega spannend, ne? Gerade durch seine Signature-Attacke, die er wohl bekommen wird, die immer auf den niedrigeren Death-Wert zielt, wie ich das verstanden habe. Mega spannend. Ich bin sehr gespannt, was uns Gala Lamus so bietet. Gerade Psycho-Gift, super interessant. Aber auch das normale Lamus kann sehr, sehr viel, wie es über die Jahre immer wieder gezeigt hat. Es ist super bulky. Es hat Recovery-Optionen mit Tagedieb und Co. Es hat Gedankengut, eine super gute Coverage mit Wasser, Eis, Psycho- und Feuerattacken. Was will man mehr? Außerdem ist es Captain Derp. Also bitte, Leute. Ne? Lamus, mega stark. Dann Starmie ist auch ein Pokémon, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie Starmie sich so... Ich denke, Starmie wird in Doppelkämpfen nicht so hervortreten, aber in Einzelkämpfen finde ich Starmie immer ein solides Pokémon. Es kann Turbodreher, es kann Spin, ne? Hat eine extrem gute Coverage. Starmie ist ein Pokémon, das mich... Ich weiß gar nicht, was mich an Starmie so fasziniert. Ich meine, es hat nicht mal ein Gesicht. Es ist einfach nur ein lila Stern. Aber ich freue mich sehr auf den. Ich freue mich sehr auf den. Und... Wisst ihr, was bei Starmie so ein Problem ist? Ich weiß nicht, ob man da relaten kann, aber was ich bei Starmie halt so fühle, oder beziehungsweise nicht mehr fühle, ist, seit den 3DS-Spielen hat Starmie, früher war Starmie immer so ein richtig schön, kräftiges, lilanes Pokémon und in den 3DS-Spielen war das so ein bisschen blass. Ich hoffe, dass das Coloring in Schwert und Schild dem Pokémon wieder so ein bisschen mehr Glanz verleiht, wenn ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen mehr Farbe, wo ich gerade den Sprite hier so sehe. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Da hätten wir Fiyaro. Fiyaro, Leute, ne? Fiyaro, ein Drama in drei Akten, ja? Gen 6 hatte Orkanschwingen, galt als eines der stärksten Pokémon mit einer unfassbar guten Fähigkeit. Orkanschwingen bringt auf alle Flugattacken immer plus 1 Priorität. Das heißt, wir hatten Prioritätssturzflug, wir hatten Prioritätsrückenwind, Prioritätsruhrort, mega stark. Dann kam Gen 7, was Fiyaro erstmal extrem genervt hat, denn seit Gen 7 funktioniert Orkanschwingen nur noch, wenn man volle KP hat.
Das hat dem Pokémon nicht besonders gut getan, gerade auch durch die Tarnsteinschwäche, ne? Das heißt, das Ding kam rein, Tarnsteine lagen, kannst auch Kahnspring schon mal nicht benutzen, weil du hast nicht mehr volle KP. So, und in Gen 8 war es zunächst gar nicht mehr da. Fiarus Abstieg in 3 Akten, ja. Jetzt kommt Fiarus zurück und ich muss sagen, ich freue mich zutiefst auf dieses Pokémon. Ich denke nicht, dass Orkanschwing irgendwie gefixt wird. Ich denke, aber das heißt gefixt, also dass es wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Nichtsdestotrotz wird Fiarus hier auch von den Plateauschuhen sehr profitieren in Einzelkämpfen. Ne? Das heißt, vor Tarnstein muss der Junge sich nicht mehr so sehr ins Hemd machen. Außerdem hätten wir hier noch, wie gesagt, Prioritätsrückenwind. Stelle ich mir in Doppelkämpfen schon mal sehr stark vor. Und selbstverständlich auch Prioritätsdünadüse, Leute, ne? Was auch schon mal nicht verkehrt ist, wenn man hier etwas offensiver mit dem Pokémon angreifen möchte. Fiaro, auf jeden Fall top. Ich freue mich sehr auf den, wenn er wieder da ist. Da hätten wir Tangulos am Start. Tangulos ist ein Pokémon. Es ist schon ziemlich stark. Tangulos ist schon ein ziemlich starkes Pokémon. Auch hier wieder Belebekraft wird insane. Ich bin ein bisschen überrascht, dass in der Liste Tangela nicht da ist. Evoli Tangela ist halt auch so ein Ding, ne, was man durchaus mal spielen kann. Tangulos kann auch einfach so viel, ob man das jetzt mit Offensivweste spielt, ob man das jetzt bisschen mehr auf Support trimmt mit Egelsamen und Co. oder mit Schlafpuder. Ich finde, dieses Pokémon kann wirklich viel. Tangulos, ich hab's persönlich spielerisch nie so krass wertschätzen können. Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde Tangulos sogar eher ins C-Tier packen. Ich weiß nicht, Tangulos passt einfach für mich sehr gut in den Rest dieser Reihe. aber alles in allem denke ich, Tangulos wird auf jeden Fall durchaus eine interessante Sache. Und hier da ist Tauros. Ganz ehrlich, Tauros existiert. Tauros kommt zurück. Ich akzeptiere das. da hätten wir noch Ramon, Leute. Ramon kommt wieder. Das würde ich direkt mal nehmen. Fiaro setzen auf Ramon, freue ich mich auch sehr. Im Grunde kann man da Ähnliches verlauten lassen. Ramoth wird auch sehr von den Plateauschuhen profitieren. Das heißt, ne, kein Tarnstein-Damage mehr. Super, super stark. Natürlich weiterhin Falterreigen, ne, Feuerreigen, den ganzen Bums. Also Ramoth war ja durch die Bank weg ein gutes Pokémon. Hat gute Stats, der 130% Flammkörper. Ne, den darf man auch nicht unterschätzen, natürlich. Außerdem, Ramoth, potenziell kannst du auch ein Regenteam spielen. Der kann auch Orkan, Leute. Ne? Und wenn ich Orkan sehe, dann denke ich immer direkt an Dünadüse. Ich meine, warum nicht? Da habe ich Bock. Und Zoroark muss ich sagen, würde ich auch direkt hier mit ins B-Tier setzen. Zoroark, super solides Troll-Pokémon. Zoroark muss ich sagen, ich sehe da sehr viel Potenzial im 3 gegen 3 Meter, im Ranked. In den Ranked Einzelkämpfen. Ich glaube, da wird heftigst getrollt werden mit diesem Pokémon. Das wird eine sehr, 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 sehr spannende Zeit, ne? Ich merke gerade, dass ein Pokémon hier auf jeden Fall fehlt, nämlich Absol. Was auch confirmed ist, aber Absol würde ich einfach direkt mit ins D-Tier packen, weil Absol ist okay, aber ich... Ja, ich weiß nicht, spielerisch das normale Absol, dem kann ich leider noch nicht so viel abgewinnen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall mal so meine spontane Einschätzung zu den kommenden oder beziehungsweise wiederkehrenden DLC-Pokémon. Ich bedanke mich, dass ihr euch das Video bis zum Ende angetan habt. Ich muss gestehen, das war jetzt alles hier wieder ein bisschen spontan. Aber ich hatte einfach mal Lust, frei Schnauze einfach über das zu reden, was uns am Mittwoch so erwarten wird. Und über die Pokémon, die zurückkommen. Ich bin mittlerweile wirklich ein bisschen heiß auch aufs neue Metagame, was dadurch entstehen wird. Und ja, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welche Pokémon freut ihr euch am meisten, die dann über die DLCs wiederkommen. Freut ihr euch auf das Insel der Rüstung DLC? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ab Mittwoch werden wir dann auch täglich wieder auf Twitch streamen, beziehungsweise zur Zeit streamen schon wieder täglich auf Twitch. Oder möglichst täglich, Montag bis Donnerstag ab 20 Uhr, Samstag, Sonntag ab 12 Uhr. Kommt gerne vorbei, lasst ein Follow da für mehr Pokémon-Content abseits der Videos. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann, wenn das DLC kommt, dass wir auch generell wieder noch aktiver und mehr YouTube-Videos wieder raushauen werden. Das wäre natürlich auch sehr wünschenswert. Aber ja, Leute, das ist soweit von meiner Seite gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und ganz viel Spaß beim Warten auf das Schwert und Schild DLC. Leute, bis dahin, macht's gut und ciao.